finden wir, überliefert von Abu Huraira, Allahs Apostel sagte, der schrecklichste Name in Allahs Augen am Tag der Auferstehung wird der eines Mannes sein, der sich Malik al-Amlak, der König der Könige, nennt. König der Könige, genau. Ja, also Allah fürchtet sich vor dem Namen, der sich König der Könige nennt. Let's see this liar! You're a liar! You're finished already! Jetzt gehen wir mal in Offenbarung 17, 14 und da lesen wir, so, hier steht geschrieben, diese werden streiten mit dem Lamm und das Lamm wird sie überwinden. Denn es ist der Herr aller Herren und der König aller Könige und mit ihm die Berufenen und Auserwählten und Gläubigen. Amen. Und hier siehst du tatsächlich, wer der König der Könige ist, ja? I don't know what you mean. Uff, ist das peinlich. Wir wissen alle, wie gut ihr Englisch spricht. Wenn wir uns den Hadith ansehen, sehen wir, dass niemals erwähnt wurde, dass Allah Furcht oder Angst hat. Und wenn wir es übersetzen, wird der König der Könige von den Menschen, also laut euch Jesus sogar als abscheulichen Menschen betitelt. Gut, dass du Jesus beleidigst, da du das als Beweis nutzt. Jetzt habe ich alle Hadiths rausgesucht, die dieses Thema ansprechen, und was sehen wir? Überall wird es als Schande, Abscheulichkeit betitelt. Dass ihr Lügner seid, wissen wir schon lange, aber dass ihr euch so blamiert, ist was anderes. Peinlich. Jetzt lassen wir mal meinen Bruder Hamdi, der die arabische Sprache beherrscht, euch Clowns erklären, was damit gemeint ist. Und Alhamdulillah, Jesus ist frei von euren Lügen durch den Islam. Genau, also, der Hadith spricht, in Yawm al-Qiyamah. Allah sagt uns, Al-Bukhari, Muhammad al-Sultan sagt uns, Al-Bukhari 224, dass in Yawm al-Qiyamah, dass der Schlimmste, da vor Allah steht und nennt sich der Könige der Könige. Verstehst du? Der nennt sich der König der Könige. Und der einzige König ist Allah Azza wa Jal. Und Allah sagte, das ist der niedrigste Name. In diesem Hadith kommt Achna, das ist der niedrigste Name vor Allah. Verstehst du? Und dieser Scharlatan, er sagte, dass Allah hat Angst vor diesem Namen und Jesus heißt der Könige der Könige, deswegen Allah hat Angst vor. Der Hadith sagte, in Yawm al-Qiyamah, dass Jesus wird erniedrigt. Das, was es so ist, ist frei von eurer Lüge. Derjenige, der nennt sich der Könige, wird erniedrigt vor Allah und nicht Allah wird Angst vor ihm haben. Ist er so krank? Oder andere, das korrigiert ihn, sagt nein, Malikul Malik. Wow, hat er falsch auch gesagt. Aber. Ich seid so krank. Ich seid, die markieren mich auf diesem Video, dass ich das antworte und schreibe die Knockout. Wo Knockout? Ihr habt euch selber Knockout gegeben, ihr Schlange.